Einen wunderschönen guten Tag, ich bin der Rift und mit mir dabei ist der Face. Warte. Und wir zeigen euch heute mal, wie der Mutator funktioniert. Wir haben davon erstmal jetzt ein paar aufgestellt und der Face schmeißt die jetzt mal an. Natürlich mache ich das. Ja, und mit jedem Mutator, den wir jetzt hier haben, erhöhen wir das Level von den Tieren um 2. Das heißt, wir haben hier 10 Stück zu stehen. Das heißt, wir kriegen 20 Level dann drauf. So, jetzt heißt es erstmal alle auf Wanderung stellen, ja? Jo. Hast du die ganzen Groß- und andere kleinen Scheiße? Ich mach grad hier alles einmal durch, komplett was ich hier sehe. Jetzt hänge ich hier wieder fest. Jetzt. Bam, 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 bam. Ja, dann heißt es Tiere auf Wanderung stellen. Das ist sehr interessant immer. Wenn man überall nicht durchkommt, das ist nicht geil. Leckt gerade bei mir, kann es sein? Bisschen leckt's ja. Jetzt 10 Gigas hast du schon durch. Müsste ich, ja. Ja, das Megalo-Ei kam wieder instant. Ja, jetzt steht auch Mating dort bei den Drachen. Ja, und hier leckt's durch ganz viele Dodos. Doch nicht, was kann das so fast? Ach, nö, überhaupt nicht. Ja, und wie ihr jetzt seht, haben wir hier ganz viele Eier. Das einzige, was in der Umstellung ist, ich glaube, standardmäßig haben wir gerade gesehen, ist es in der Game User Settings eingestellt, dass der Stack, der maximale Mutator Stack auf 2 ist. Das heißt, sie können maximal 4 Level plus machen. Wenn ihr das Ganze hochsetzt, könnt ihr das, müsst ihr das mal 2 rechnen. Und dann habt ihr, könnt ihr somit das maximale Level erhöhen. Ja, ihr seht, einfach nur nacheinander anschalten und dann stickt sich das Ganze von ganz alleine hoch. Ja, und wie man einen Drachen und Rockdrakes mal zum Breeden bringt, das zeigen wir euch mal in einem anderen Guide. Also, bis denne, haut rein, schönen Tag. Ciao. Tschüssikowski und lasst mal ein Like da.